Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil 3. Und genau, wir waren beim letzten Mal durch den Glockenturm gestiefelt, haben schon so ziemlich viel erlebt, haben Nemesis einen Stromschlag verpasst, der hat sich ganz schön gewunsen da unten. Und genau, wir brauchen jetzt noch ein Teil des Zahnrads, um diese Maschine hier in Gang zu bringen, diese Glocke. Und dann hoffentlich mit einem Hubschrauber abgeholt zu werden. Aber wir haben jetzt zumindest erstmal den Schlüssel für die Tür da unten. Oh. Ach, guck, eine Karte wählen. Da sieht man auch schon, wie viele Karten noch kommen, nämlich 3. Cool. Das kannte ich noch gar nicht. Ach, cool, okay. Gut, Freunde, da würde ich sagen, kletter die Leiter runter, Jill. Genau, Nemesis haben wir ja beim letzten Mal schon platt gemacht. Ja. Sollte laufen. Was so? Oh Gott. Warum ist der denn jetzt wieder hier? Ach, Nemesis, nee, komm. Nicht der schon wieder, Jill. Los, geh hoch. Au. Verdammt. Ah, wisst ihr was? Ich werde jetzt mal versuchen, den mit der Pistole platt zu machen. Tatsächlich. Ah! Oh Gott! Aua! Ich wollte doch nur... So. Nemesis! Aua! Verdammt. Weil ich habe gehört, beziehungsweise gelesen, dass bei der... Aua! Dass bei der... Oh! Geiler Anfang, oder? Ach. Da sind wir direkt gestorben. Ich habe gehört, dass bei der... Pistole tatsächlich ein Schuss auch ein Magnumschuss sein kann, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Gut, Freunde, wir sehen uns da gleich wieder. So, Freunde, da bin ich wieder. Ja, da war jetzt wisst ihr, dass da draußen Defizit kommt. Das ist ein geiler Start in die Folge, ne? Nimm den Bienenwerfer mit. Oh Mann, ey. Weil ich möchte ungern meine Granaten hier verschwinden. Handy. Schaut mal hier. Das sieht schon geil aus. Okay, ich hoffe, dass die was bringt, die Waffe gegen Nemesis. Warum muss der uns denn jetzt hier nerven, ne? Ja, toll. Na gut. Also, Nemesis, also, okay. Dann. Ah, da ist er schon! Wie schnell der angeschissen kommt, ey. Das ist ja wohl nicht wahr. Der ist auch irgendwie stärker als sonst, habe ich das Gefühl. Na, steh auf! Okay, zweimal. Oh, was zur... Was zur... Um Gottes Willen, wir sind schon wieder rot gewesen, ne? So, aber die Waffe ist gut. Aua, aber die Waffe trifft auch uns. Oh Gott, boah. Schieß doch! Ah, so. Aber die trifft gegen Nemesis. Das ist gut, Freunde. Ah, jetzt geh doch weg. Geh doch weg, ey. Blöder Typ hier. Oh. So. Gut. Gelb. Okay, das heißt, wir müssen den Granatenwerfer jetzt nochmal. Und ich hoffe, dass wir von ihm was kriegen. Oh. Ah, die Granaten, die machen so viel Schaden. Okay, geh rein. Okay, orange. Ich meine, wir haben ja Heilungssprays. Das ist es ja nicht. Okay. Knock ihn um. Ah! Verdammt nochmal! Na komm! Steh auf! Den Minenwerfer bitte nachladen. Ich will den jetzt schaffen, Freunde. Ich will den schaffen! So, und... Okay, und... Oh, geh bloß weg hier! Aua, ich krieg Schaden von dem Minenwerfer. Das ist ja interessant. Aua! Ja, schlag du nur eine Frau-Typ, ey. Dummer Nemesis. Echt? Ja! Mann, Freunde. Nicht, dass ich jetzt gleich wieder sterbe. Stehst du mal auf? Oh, der hat sich gerade irgendwie festgebackt. Aua! Geh bloß weg! Ich bin schon wieder tot. Ey, was ist denn das auch für ein enger Bereich hier? Gut, Freunde. Wir sehen uns gleich nochmal wieder.
Gut, Freunde, ich werde das jetzt folgendermaßen machen. Ich werde jetzt vor ihm abhauen. Weil hier oben, das ist viel zu eng. Oh, aua, warum denn? Ach, da muss ich auch unbedingt genau da davor, ne? Schon im gelben Bereich. Was soll denn das? Ach, geh weg. Nemesis, hau einfach ab. Dich braucht kein Mensch, echt. Ja, jetzt haben wir den natürlich am Hals, ist klar. Aber guck mal. Aber guck mal, die Spinnen sind weg. Das ist natürlich... Okay, geh hier runter. Die Spinnen sind weg. Das ist natürlich mal mega geil. Muss ich sagen. Okay. Chill. Rufst du nochmal diesen Minenwerfer aus? Mhm. Okay. Ja klar, jetzt kommt er auf einmal da an. Oh, wartet mal. Kommt das hier vielleicht irgendwie... wo bin ich? Wo bin ich? Kann man das vielleicht irgendwie ausnutzen, dass der manchmal so dumm ist und gegen Wände läuft? Aua! Jetzt zappel doch! Orange. Ach, ich muss einfach irgendwie... So. Ach, ich habe nichts ausgerüstet. Ach. So. Ah, geh kaputt. Ah, wir müssen einfach... Okay. Wir müssen einfach versuchen, ihn damit zu treffen. So. Ach, guck mal. Er ist festgebackt. Geil. Er ist festgebackt. Sehr schön, Freunde. Er ist fest... Ach so. Nein. Wartet mal. Okay, jetzt. Ah, er ist da festgebackt. Oh mein Gott, wie geil. Wie geil. Wir können ihm ordentlich Schaden reindrücken. Okay. So, alles klar. Wir haben ihm jetzt ordentlich Schaden reingedrückt. Das heißt, wir können ihn hier... wir können ihn hier so ein bisschen austricksen. Ah, verdammt. Aber nicht immer. Nee, das war ein Glücksfall eben. Na komm. Ja, weich nur aus, ey. Aua. Wie viel hält der aus? Oh, Freunde. Der hält aber auch einiges aus, ey. Na komm, steh auf. Steh auf, Jill. Oh, du bist im gelben Bereich. Okay. Ah ja, weich nur aus. Verdammt. Warte mal. Ah, der ist leer. Warum ist denn die leer schon? Okay, Shotgun. Okay. Alter. Okay, er hat uns gepackt wieder. Steh auf! Okay, und geh ins Menü. Rot. Okay. Nemesis, Mann. Ach, geil, guck mal. Okay. Wir haben ihn jetzt zumindest ein bisschen umgenockt. Ja, steh auf, komm. Steh auf. Kann man den irgendwie... Ah. Aua. Verdammt. Ach, komm. Aber wir haben ihn jetzt zumindest zur Hälfte. Wir haben ihn zur Hälfte. Aua. Ja, steh mir nur im Weg, ey. Echt. Oh Gott. Nemesis, Alter. Aua. Aua. Bisschen ausweichen. Täte eigentlich auch mal nicht gut. Täte eigentlich auch mal gut, ne? So, mal gucken. Steh auf. Gelb. Okay, und lauf weg einfach. Oh Gott. Oh Gott. Nemesis. Du bist so schnell. Oh Gottes Willen. Ich will ihn jetzt down kriegen hier. Ich will ihn jetzt down kriegen. Die ist auch leer. Da bleibt echt nur noch die Pistole jetzt. Oh Gott, lauf. Aua. Nein. Nein. Verdammt, Freunde. Ach, Mann. Wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Ja, wir müssen das jetzt irgendwie schaffen. Also dass dieser Trick da, das war beim letzten Mal richtig geil. Dass wir dem da ein bisschen Schaden reindrücken konnten, weil er sich da festgebackt hat. Aber ich glaube, das kriegen wir nicht mehr hin. Doch, guck mal. Ah, nee. Nein.
Ich habe wieder nichts ausgerüstet. Warum rüstet sie denn das nicht direkt aus? Sagt mal. So. So, vielleicht hier irgendwie hinter den Pfosten verstecken oder irgendwie. Ja, genau. Genau so. Genau so kriegen wir den. So. Genau. Die Umgebung einfach ein bisschen nutzen. Genau. Okay, dann... Ah, nein. Minen verschwinden. Trotzdem laden? Nein, lass erstmal. Genau, wir können die Umgebung ja nutzen. Ja, komm, dann lad nach. Die haben wir ja daneben geschossen, ne? Genau, wir können die Umgebung hier nutzen. So. Genau, stimmt. Das ist jetzt natürlich mal mega gut, ey. So, dann kann ich auch die Pistole verschießen. So, schieß einfach die Pistole weg. Ah, das ist natürlich... sehr schön. Das ist natürlich mal jetzt mega gut, ey. So, Nemesis, dann steh auf. Stars. Dann, das ist jetzt natürlich... Schieß drauf, schieß drauf, schieß drauf. Oh, okay, er kommt. Er ist sauer. Er ist sauer. Okay. Alter. Okay. Grün. Okay. Okay. Schieß weiter. Aua. Ja gut, aber das ist... Hey, das ist eine gute Idee, dass man den auch hier... am besten mal... einfach hier hinter den Pfosten lenken kann. Das ist natürlich... Alter. Ja gut, jetzt ist er zu schnell wieder... Aua. Na komm, kommt, Freunde. Das möchte ich nochmal schaffen hier. Kommt. Alter. Bist du... Wie geht's dir? Gelb. Alles klar. Alter. Jetzt ist er wieder viel zu schnell. Okay. Hier, so. Verdammt, nein. Boah, der ist so schnell, der Typ. Geh bloß weg. Boah. Rot. Okay. Gut, dann nimm die Granatenwerfer halt und lauf weg. Und schieß drauf. Ja, dann weich nur aus. Weich nur aus. Aua. Aber wir kriegen den doch so, oder? Okay, lauf. Schieß weiter drauf. Boah, das war gut. Alter. Oh, Mann. Kriegen wir den denn jetzt bald mal? Alter Schwede. Oh, Nemesis, du bist so ein harter Brocken. Oh nein, ist leer. Shit. Nemesis ist aber auch ein harter Brocken, ne? Wir haben ihn doch schon fast, denke ich mal. Ausrüsten. Ja, 3 Pistolenschuss. Kriegen wir den irgendwie wieder hier hingebackt? Ah, verdammt, nein, da wird er schnell. Oh mein Gott, wir haben ihn. Ah, oh, geil, Freunde, wir haben ihn wieder. Aber er diesmal hat dann... Hat er jetzt was für uns? Nicht, dass das umsonst war. Wir haben ihn umgehauen. Aber nein. Er hat nichts. Oh, nö. Ja gut, aber ich meine so viel... Es waren ja 2 Heilungen. Dafür haben wir jetzt Ruhe vor ihm. Weiß ich nicht, ob das jetzt wert war, ne? Wir haben keine Granatenschuss mehr. Diese Minenwerferwaffe, die für ihn war, okay. Aber wir haben noch genug Shotgun-Schuss. Dafür kein Nemesis mehr hier. Ja. Also er schmeißt nicht immer ein Item ab. Okay. Aber dafür haben wir jetzt Ruhe. Und das ist doch mal wirklich Gold wert. Alles klar. Nemesis ist tot. Beziehungsweise nicht tot. Erstmal ausgenockt. Alles klar, Freunde. Wir hampeln hier im gelben Zustand rum. Haben 2 Heilungen verbraucht. Und ein bisschen... Und ein Magazin. Granatenmuni und ein bisschen Pistole. Ja, okay. Aber dafür können wir jetzt hier rein. Genau, Freunde. Den Chronoschlüssel benutzt. Schlüssel brauchen wir nicht mehr. Ablegen, jo. Aber wartet mal, Freunde. Erstmal möchte ich bitte nochmal...
Hier hinten in den Speicherraum. Ach, die kleinen Minispinnen sind auch weg. Sehr gut. Nee, das ist doch gut gelaufen. Das sind wir jetzt zumindest Nemesis los. So, aber die Frage ist halt, ob es das wirklich jetzt... ob sich das gelohnt hat. Alle Waffen sind leer. Mein Gott. Die Pistole ist auch leer, ne? Dafür haben wir, wie gesagt, ordentlich was an Heilung und wir haben noch 7 Shotgun-Schuss. Wir haben wirklich nur noch 7 Shotgun-Schuss, ey. Meine Güte. Genau, die kann man dann stacken. Ach, das ist natürlich mal mega cool jetzt. Gut. Ich weiß nicht, ob es wert war, ne? Ich finde schon, weil wir jetzt hier unsere Ruhe haben. Nur dafür haben wir jetzt halt überhaupt keine Munition mehr. Nur noch diese 7 Shotgun-Schuss, die ich hier gerade habe. Mal gucken. So, dann schauen wir doch mal. Ah nein, ich will nicht wieder raus. Ich will doch einfach nur gucken, was hier ist, Mensch. Aber da seht, da habt ihr das mal wieder gesehen, ne? Gut, dass wir die Spinnen da nicht gemacht haben, weil Nemesis hat die verscheucht. Okay, was haben wir hier? Sieht ja ziemlich einladend hier aus, oh Gott. Nee, bitte keine Spinnen jetzt. Och! Oh ja, brauche ich überhaupt nicht, ne? Ist klar, sein Gesicht ist vor Schmerz verzerrt. Er muss durch Gift gestorben sein. Ja, die Spinnen. Okay, aber hier laufe ich einfach vorbei. Die machen ja nichts. Na, ihr seht's ja, die machen ja nichts. Die laufen ja nur hier rum. Die werde ich auch nicht erledigen. Wozu? Wozu? Was ist das denn hier? Notizbuch des Söldners. 26. September. Es ist erst 3 Stunden her, seit die Mission anfing, aber das Team ist bis auf mich und Campbell zusammengeschrumpft. Es gibt weit mehr Zombies, als wir erwartet hatten. Boah, geile Musik hier. Boah, cool. Für diese Stadt gibt es keinerlei Hoffnung. Wir haben uns bereits die Antikörper gegen den Virus injiziert. Doch ich bin nicht sicher, ob sie wirken und ob ich überlebe. Oh, fuck. 27. September. Wir haben den Glockenturm irgendwie erreicht. Voller Verzweiflung stahlen wir einigen Verwundeten die Waffen und benutzten die überlebenden Bürger als Lockvögel. Das wurde uns beigebracht, damit wir im Kampf überleben. Doch ich konnte es nie leiden. Vor mir traf ein Mädchen am Glockenturm ein. Sie ist eine der Überlebenden. Sie sieht wie meine Schwester. Sie sieht aus wie meine Schwester, bevor sie verhungerte. Boah, heftig. 28. September. Ich wollte uns so schnell wie möglich evakuieren, doch das Mädchen sträubte sich. Ihr Vater würde die Stadt nicht verlassen, in der sie seine geliebte Frau begraben ist. Ich wollte das Mädchen wirklich retten, doch Campbell meinte, mich kümmert nur unser Leben. So empfand ich vorher auch. Doch jetzt... Boah, krasse Geschichte hier. Der Glockenturm ist inzwischen ein gefährlicher Ort geworden. Und ich will nicht noch mehr Fehler machen. Eieiei, Freunde, das Notizbuch des Söldners. Ein Söldner von Umbrella. Man hat den Eindruck, dass er starb, weil er die Tochter eines anderen schützen wollte. Das ist krass gerade, ja. Das heißt, diese Söldner sind wirklich keine schlechten Menschen. Was ist denn das? Oh, ich glaube, es ist Rätselzeit. Ach, wartet. Oh, das sind 3 Punkte. Oh, ja, okay. Das ist natürlich jetzt wieder Minenwerfer-Munition. Ach, Gott sei Dank. Eine Glocke. Cool. Das kriegst du nicht hin, oder? Kriegst du das hin? Nein.
Die ist zu schwer für dich. Okay, ich verstehe schon. Da geht's aber weiter dann irgendwann. Ah, wartet mal. Was ist denn das hier? Statue eines Mädchens mit einem Tablett. Auf dem Tablett liegt eine Bernsteinkugel. Oh. Bernsteinkugel. Aha. Sind das auch Kugeln? Statue eines Mädchens mit einem Tablett. Auf dem Tablett liegt eine Obsidianenkugel. Interessant, ne? Interessant gemacht, ja. Statue eines Mädchens. Kristall. Ah ja. Okay. Richtig interessant gemacht, ey. Wirklich. Wartet mal. Dieses Bild. Ah, guckt mal. Dieses Bild kenne ich irgendwoher. Wartet mal. Datei. Postkarte Glockenturm. Wo war's? Da. Das hier. Kunstpostkarte. Guckt mal. Eine Postkarte, die antike Uhren zeigt. Alle drei sind auf 12. Das heißt, ich kann mir schon denken, was wir hier machen müssen. Die mittlere Uhr muss auf 12 und das hier ist irgendwie so ein Zeitschieberätsel. Was haben wir denn da? Göttin vergangener Tage. Unter dem Bild befindet sich ein Tablett. Was ist das dann? Göttin dieser Tage. Und das andere ist dann Zukunft, oder was? Ich kann mir schon etwa denken, kommender Tage, ja. Ich kann mir schon etwa denken, was da von einem gefordert wird. Wir müssen die Uhr auf 12 Uhr stellen, weil es sieht doch beweglich aus. Und links dreht's zurück, rechts dreht's in die Zukunft und in der Mitte... Weiß ich nicht, aber ich leg einfach mal... Leg einfach mal diesen braunen da rein. Mal gucken, was passiert. Möchten Sie dies auf das Tablett legen? Ja, mach mal. Ah, guck mal. Das dreht es zurück. 2 Stunden. Was passiert dann, wenn wir da hinten dann... Also wir müssen es auf 12 Uhr kriegen. Ja, okay. Guck mal, Skelett. Das sieht krass aus. Was passiert dann, wenn wir den... dahin legen? Was passiert dann mit der Uhr? Ah, ich verstehe das. Das ist cool. Boah. 6 Stunden also nach vorne. Und wenn wir hier jetzt den Kristall drauflegen. Mach mal bitte. Ah, verdammt. Okay. Das dreht's 1 Stunde. Okay, Kristallkugel wieder nehmen. Ah. Das ist ja cool. Das ist ein cooles Rätsel, Freunde. Das mag ich. So, aber ich glaube... Wartet mal, ich glaube, ich hab's schon. Wenn wir jetzt hier den Kristall drauflegen... Kann es das sein? Ah, nee, das ist... Das passt nicht. Was ist das hier? Wartet mal, das läuft doch nur 1 Stunde, oder? Nee. Shit, das sind jetzt 3 Stunden. Ach, wie interessant, Freunde. Das ist richtig cool gerade. Okay. Dann probier mal diesen hier wieder zu nehmen und die mal auszutauschen. Jetzt geht's nämlich wieder zurück auf 1 Uhr. Bernsteinkugel. 2 Stunden. Aber die Frage ist, das hier geht ja mehr Zeit nach vorne, oder? Obsidiankugel. Ah, okay.
Es passt. Es passt. Sehr cool. Oh, wie geil. Ah. Jawohl, Freunde. Goldzahnrad. Weißt du, wisst ihr, was wir da machen müssen? Wir müssen die Sachen kombinieren. Und dann oben die Glocke aktivieren. Haha. Ja, sehr schön. Oh, das war ein cooles Rätsel gerade. Auch diese Musik hier. Oh, richtig cool. Jetzt haben wir es aufgebracht und wir lassen es einfach auf. So dreist, wie wir sind hier. Gut. Das heißt, wir müssen nach oben wieder. Vielen Dank für das Zahnrad. Recht cool gemacht, ey. Und hier einfach laufen. Einfach durchlaufen. Bloß weg. Geht bloß weg hier. Hier will ich nie wieder hin. So, Freunde. Dann. Gut, dann gehen wir wieder hoch hier. Da haben wir jetzt ja ein bisschen Ruhe zum Glück, da wir ja nämlich das platt gemacht haben. Und ja, dann mal gucken, was da oben alles kommt. Und dann, ihr hattet mir gesagt, ich soll auf die Eismunition gehen. Ne? Also auf diese Eisgranaten. Und die kriegt man ja nur, wenn man... Also ich bin jetzt tatsächlich am Überlegen, ob ich mir jetzt schon diese Muni machen soll. Diese spezielle, ne? Diese Eisgranaten. Weil da habtet ihr gesagt, das sind die besten Granaten. Und Leiter hochklettern. Und ich glaube, da werde ich jetzt auch drauf gehen. Weil Magnumschuss, weiß ich jetzt nicht. Aber wartet mal. Wie war das denn nochmal? Da muss ich jetzt nochmal durchlesen. Datei. Sollen wir doch die Magnum nehmen oder sollen wir die Granaten nehmen? Was war das denn? Wo war denn diese Liste? Ich werde das, glaube ich, jetzt machen. Ich werde jetzt diese Gefriergranaten nehmen. C++C Magnumschuss. Ah, nee. Ich werde tatsächlich C++C nehmen. C und C. Kornekunker. Lustig. Lasst uns die machen, Freunde. Wir machen uns jetzt hier Munition. Ich bin es langsam leid hier, dass wir hier keine Muni mehr haben. So. Ach genau, hier können wir noch nachladen. Ich meine, wir haben ja genug. Warte mal, wir können die Sachen ja stacken. Wir können die Sachen ja stacken. Wartet mal, ich speichere das mal vorher. Bevor wir das stacken. So. Können wir Doppel-B. Ach, verdammt. Wartet mal. Ah, wir sind jetzt hier ein bisschen im Menü. Also jetzt passiert nichts mehr wirklich actionreiches. Wir machen jetzt nur ein bisschen Item-Management. Aber wie gesagt, das möchte ich doch jetzt wissen. Wenn man jetzt AA und BB deckt und dann kombiniert damit. Verdammt, das geht nicht. Na gut. gut, dass ich hier gespeichert habe. Tatsächlich, also Doppel-A mit Doppel-B stacken geht nicht. Gut. Dann aber A und B mischen. Das sollte aber funktionieren. Weil A und B ergibt C. Genau, Pulver C, Freunde. Und da müssen wir jetzt nochmal Pulver C machen. Das heißt von hier unten. Und dann kombinieren damit und das dann kombinieren damit. Pulver C, C. Und wenn wir das dann kombinieren damit... Guck mal, da haben wir die Gefriergranaten. Und die sollen sehr gut sein, habt ihr gesagt. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Also, ob das wirklich jetzt so gegen Nemesis krass hilft. Das Ding ist jetzt halt, wir haben jetzt wirklich viel zu viel Shotgun-Pulver.
Einmal Pulver C haben wir jetzt. C sind ja normale Granaten, ne? Ich meine, guckt euch das an. Wir haben viel zu viel Shotgun-Powder. Warte mal, das können wir ja auch zusammen mischen. So, wartet mal. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Kombinieren damit. So, das sind normale Granaten. Nein, dann werde ich aber dennoch... Oh, guckt mal. Das sieht richtig cool aus jetzt. Wartet mal. Das sieht richtig cool aus. Ein Zahnrad, das auf dem... Oh, das dem Gott der Zeit nachempfunden ist. Cool, das müssen wir da einsetzen beim nächsten Mal. Ich verstehe, Freunde. Wartet mal, kann man jetzt nochmal dieses Rätsel bedienen? Nee, kann man leider nicht. Okay. Ja gut. Das heißt aber, wir haben jetzt hier unsere 10 Gefriergranaten. Ich werde das dann so machen. Das hier werde ich mir nochmal aufsparen. Das das C-Pulver. Und ich werde mir jetzt einfach nochmal einmal Shotgun-Muni machen. So. Aber zumindest wieder genug Muni für die Shotgun. Die ich auch mitnehmen werde tatsächlich. Und den Rest werde ich mir aufsparen. Jawohl. So, dann haben wir hier den Granatenwerfer. Den können wir dann mit normalen Granaten bestücken. So. Genau. Und die 10 Säuregranaten für alle Fälle mitnehmen. Die Shotgun-Muni kann raus. So, dann haben wir jetzt auch wieder ein bisschen aufgeräumt tatsächlich. So, dann haben wir wieder ein bisschen aufgeräumt. Da haben wir nochmal ein B-Pulver. Gut, wie gesagt, diese Gefriergranaten sollen echt sehr gut sein. Hier sind noch 15 Schuss drin. Magnum ist leer. Wartet mal. Waffen und Munition kommt runter. Story-Items kommen nach oben. Gut. Aber die 15 Pistolenschuss würde ich gerne mitnehmen. So, dann haben wir es ja jetzt, ne? Farbbänder noch. So, Waffen und Munition, hab ich gesagt, kommen runter. Gut, dann ist hier noch ein Slot frei für eventuell eine Heilung. Und dann passt das soweit. Wie gesagt, dann werde ich die hier mitnehmen auch und die andere Waffe dann ablegen. Ja, sehr viel Item-Management, aber es ist nötig. Gut. Dann haben wir Heilung, dann haben wir jede Menge Granatenschuss. Ja, warte mal, so mal die Granaten. Das ist echt ein bisschen viel, gerade an Munitionsgewalt, ne? So mal die Pistole. Nee, lass uns die ablegen, kommt. Die Pistole legen wir ab. Die legen wir ab. Die werden wir jetzt nicht mehr brauchen, denke ich. Wenn Zombies kommen, werde ich einfach die Shotgun nehmen. So, machen wir's. Und wenn was Großes kommt, dann das hier alles. Unsere 2 Heilungen. Dann haben wir hier das. Passt. Alles klar, Freunde. Dann würde ich mal sagen, ja, wie es hier dann weitergeht, wenn wir dann hier das Zahnrad einsetzen. Das sehen wir dann beim nächsten Mal. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, wenn ihr Bock habt, mal ein bisschen privat zu quatschen oder so, ich habe einen Discord-Server, der Link ist in der Beschreibung. Ich würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischauen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.